Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Ich glaube, wir sind immer noch am Kämpfen. Na, hier ist nur ein Trauge. Es sind sogar zwei. Wir sind schauen, was mit Lydia passiert ist. Endal ist da. Lydia ist hinter mir, also scheint alles gut zu sein. Okay. Das hatte ich mir jetzt anders vorgestellt. Ich glaube, Fendal hat sie alle im Alleingang erledigt. Yes. Hier ist auch noch einer. Ups, das war dann gegen die Wand. Davon war auszugehen. Ich versuche mal ein bisschen. Jawohl. Also wer Sky ein bisschen kennt, weiß ja schon, dass die nach einer Zeit aufstehen. Besonders wenn man an denen vorbeiläuft. Oh, Barkas, bist auch wieder da. Ja, dann am Ende der letzten Folge dachte ich schon, okay, wir gehen hier runter und wir erleben jetzt den größten Fight unserer Zeit. Aber ja, dem war dann wohl nicht so. Einer. Und einer von euch darf. Jawohl. Ihr seid so geil. Pfeile nehme ich jetzt mal mit, alleine schon wegen Fendal. Fendal macht übrigens einen guten Job. Ein bisschen die Außenansicht. Das war's. Ich wollte nämlich schon sagen, weil das Vorteil, der Vorteil ist natürlich daran, dass ich natürlich jetzt einen Granatstein Schießkunst lerne. Jetzt wollen wir die Fähigkeit nochmal schauen. Bei 29 bin ich jetzt, genau. Deswegen mache ich dann jetzt erstmal weiter mit der Armbrust. Ich auf jeden Fall auf Level 30 kommen möchte. Der Team Zaubertrank und ja, das war's. Sieht da echt unheimlich aus. So weit wart ihr schon? Ja, das ist ja da oben der Gang, wo wir drüber gegangen sind. Das kann sein. Dass ich in dieser Folge mal manchmal so, ja, ihr habt es gerade gehört, mit der Stimme ein bisschen Probleme habe, weil ich bin gerade eben so aufgestanden. Und wenn man aufsteht, ihr wisst ja manchmal, wie das mit der Stimme ist. Man braucht da ein bisschen. Zumindest ich, vielleicht liegt das auch daran, dass ich einfach alt werde. Das Altern hat angefangen zu beginnen. So, da haben wir noch eine Truhe, die können wir natürlich aufschließen und knacken. Ja, ist auf jeden Fall schön, dass ich wieder so Spaß an Skyrim gefunden habe. Jetzt nach meinem Sommerloch. So, was haben wir noch? Das Team auch hier, jawohl. Da gehen wir gleich rein in die Höhle des Löwen. Achso, ja, ein Schlossklappenlevel natürlich auch nebenbei noch. Selbst wenn die halt abbrechen, aber das kennt man ja. Jawohl. Ich finde Schlösserklappen halt auch nicht schwer. Deswegen weiß ich halt gar nicht, wofür man das auch immer leveln sollte. Eisgeist hin, die nehmen wir mit, weil die kann man auch später. Vampirstaub. Ja, Knochenmehl. Die kann ich später in mein Haus packen. Jetzt wurde ich von jemandem irgendwie nach hinten vorne gedrückt. Euch war das doch, das war's. Und sagen, warum drückt ihr euch? Ne, die sind alle offen. Die stehen in Särge. Sonst hatte ich jetzt gedacht, da kommt jemand raus. Das war gerade Schlüssel zum Staubmannsgrab.
Gut, das war den. Ach nee, hier sind wir doch drüber gegangen, stimmt. Deswegen sind die alle schon tot. Oder, ja. Ihr wisst schon, tot waren sie ja schon. Ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt, also ich werde hier auf jeden Fall als reicher Mann rausgehen. Ist doch eine Ratte, oder? Nein, das war oben drüber, jetzt kommt es wahrscheinlich, oder? Ja. Skiver. Habt ihr etwas gehört? Ja, ich habe was gehört. Und ich sehe auch was. Genau so wird's gemacht. Sehr gut. Lüders Achtung für euch hat zugenommen. Ups, in den Probes. Pendel kann euch Geschenke machen. Dann hauen wir raus, Pendel. Geschenke bin ich immer zu haben. Was ist denn hier lang? Ist überhaupt die richtige Richtung? Warte, wir schauen mal, wo es hier da drüben überhaupt lang geht. Ist wahrscheinlich hier auch nie wieder so ein kleines Schränkchen. Ah, wenn ich diese Geräusche höre, habe ich das Gefühl, da kommt jemand. Okay. Okay. Wir sind Spinnen. Oh ja, da habe ich schon einen gesehen. Ah. Wir sollten weitergehen. Na klar. Bis zum nächsten Mal. Wir machen das jetzt mal folgendes. Hey. Das war schon alles. Wirklich? Ich wollte schon auf dich jetzt vergessen. Genau, Vergas. Du schaffst das. Jawohl. Oh nein, das kommt ups. Nicht. Ich hab schon wieder in den Hintern geschossen. Das Gift können wir auch verkaufen. Dann passiert nichts. Ich dachte, jetzt platzt das Ei auf, wenn ich da drauf schieße. Ruheloser Traugerlich. Wurde der Gerechtigkeit Genüge getan. Ich glaube auch. Nein, ist nur einer. Und jetzt sind wir auf 30 mit Schießkunst. Und Schleichen auch nochmal verbessert. Neue Stufe. Jetzt gehe ich nochmal auf Gesundheit. Ausdauer und danach wieder auf Gesundheit. Gut gemacht.
versuche jetzt mittlerweile auch immer, ich achte darauf, viele machen das tatsächlich nicht, wenn die Skyrim spielen oder solche Ego-Shooter spiele, auf meine Bewegung in der Ego-Perspektive ein bisschen zu achten, die ein bisschen langsamer zu ziehen. Weil ich halt auch das selber merke, dass einem dann schnell schlecht werden kann, wenn man sich das zum Beispiel auf Handy anguckt, das Video. Ja, am besten ist es dann eigentlich meistens auch in der Third Person. Sieht nicht mehr lebendig aus? Ne, der wird jetzt nicht aufstehen. Also so wie ich mich gerade hier so rumhopsel in Schleichen, sieht das erinnert mich ein bisschen an die Hobbits. Oder nee, an Orks. Orks hüppeln normalerweise so. Schaut mal, wenn ich so nach vorne gehe, so seitlich gehen tatsächlich Orks in Herr der Ringe. Müsst ihr mal drauf achten. Nee, das ist nicht mehr leben. Das sieht nicht gut aus. Tja, das sieht aus, als wären wir am Ende angekommen. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Habe ich gerade auch schon gesagt, ja. Ich schaue gerade nochmal nach meinen Talentpunkten. Dann habe ich fast so ein 40%. Schon bei 10, die weiter als 50 Fuß entfernte Schadenspunkt steigt mit zunehmender Entfernung. Oh, das ist natürlich auch Wahnsinn für Bogenschützen. Das ist natürlich auch nicht schlecht mit Heranzoomen. Das können wir mal. Wir können zielen und dann. Aber braucht natürlich in dem Moment dann auch Ausdauer, weil dann können wir schon mal zoomen. Effekt ist natürlich dann auch in der Ego-Perspektive natürlich dann auch nicht schlecht. In der auf jeden Fall sehr guten Fähigkeiten für den Bogenschützen. Was wir aber nochmal schauen könnten gerade einhändig. Da könnte ich auch nochmal, wenn einer bei 50% Schaden kritisch schlägt mit 51%. Die könnte ich jetzt auf jeden Fall gebrauchen, weil jetzt werde ich wohl in den Nahkampf gehen müssen. Feuer, Feueratem. Noch passiert nichts, ich höre nur Stimmen. Wir schauen mal in mein Schnellmenü. Wir könnten Feueratronage natürlich gleich beschwören zur Verstärkung. Unerbittliche Macht habe ich auch schon. Da können wir gerade mal noch bei der Magie reinschauen. Ich habe hier noch einen Schrei gelernt, das ist dieser Feueratem. Achso, ich habe keine Drachenseele. Ich dachte, ich hätte eventuell einer. Aber stimmt, ich habe hier noch bis jetzt gegen einen Drachen gekämpft. Das heißt, der wird uns jetzt erstmal nicht helfen. Sobald ich jetzt das Frankenend aufnehme, geht es dann auch los. Links brauche ich nicht, ich brauche nur. Ach nee, ach, das sind zwei Händler. Ich wollte gerade schon sagen. Habe ich nur einen guten Einhänder dabei? Und dann hat das Leveln gerade. Ja. Also der macht 22, macht aber dann auch diesen Glut der Himmelsschmiede Feuerschaden. Ich will damit Schwert kämpfen, deswegen nehme ich. Nee, das ist auch ein Zweihänder, ne? Ja, das ist auch ein Zweihänder. Ich nehme das dann gleich und das Schild. Oh. Jemand das Schild noch, ne, Lydia? Woran denkt ihr? Natürlich. Das Silberschild, das hat, ja. Dann nehme ich mal eins, danke dir. Sag.
Irisieren. Landwaffe auch. Stahlbolzen habe ich noch genug. Armbrust ist drin. Langbogen brauche ich erstmal nicht. Weil da ist auf jeden Fall die Armbrust weitaus effektiver. Den nehme ich zuerst. Oder zuerst den Feuertrommasch. Jetzt bin ich hier komplett, aber jetzt können wir losgehen. Ist da jemand? Komm schon! Feuertranosch ist auf jeden Fall sehr nützlich. Ich weiß nicht, was wir bei der Tür suchen, aber es wird dann wohl nichts. Nee, ich wollte eigentlich. Genau. Fuß! Okay, das war's. Und da oben sehe ich auch schon unseren Ausgang. Diese Stimmen machen mich hier verrückt. Also ein Feueratronach ist halt auch schon echt mächtig. Ein Zwergenschwert, aber gut, das kann natürlich nicht mehr mit den Schwertern, die wir jetzt haben, mittlerweile mithalten. Und gut verkaufbar ist das halt auch nicht. Jetzt können wir noch ein bisschen gucken, was die alles so dabei haben. Wohl jemand ein ganz, ganz großes Problem. Das macht Panel da hinten. Aber nein, wir sind ja eigentlich fertig. Ja. Gut, dann können wir gehen. Wir haben es geschafft.
sind wir wieder ganz am Anfang, wo unsere Reise tief ins Staubmannsgrab begonnen hat. Ja, ist da jemand müde? Jetzt eine Sache wundert mich, kann ich nicht mehr mit der Kamera zurückgehen? Ne, irgendwas stimmt hier nicht. Also wenn ich eine Third Person bin, kann ich nicht mehr zurück. So, irgendwas hat sich nämlich an den Controller-Einstellungen verändert und ich weiß nicht warum. So, meine lieben Freunde, jetzt sind wir wieder in der Freiheit. Sagen wir, reiten dann zurück nach Weißlauf. Das sind wieder bestimmt nur so blöde Wölfe. Noch kurz mal 2 Stunden hier warten, damit es ein bisschen heller wird. Genau, das ist auch die Augen angenehmer. Jetzt habt ihr auf einmal keine Pferde. Na gut. Wie ihr wollt, dann lauft halt hinterher so. Seht ihr das da hinten? Da sind irgendwie so kleinere. Ich will die Riesen natürlich nicht verärgern. Sind normalerweise friedlich, aber wenn ihr zu nah rangeht, was war das? Breiten die euch an jedes Ende. Ich weiß nicht, was das war. Was war's denn? Ihr Wölfe. Ja, wie immer. Dann kümmert euch mal drum. Entdeckt. Ich glaube, das sind Kinderriesen. Kinderriesen, das hört sich irgendwie cool an. Mein Gott, der ist trotzdem so groß. Was waren die uns? Der da hinten sieht aber auch komisch aus. Okay. Ich wollte mir nur angucken. Wir gehen wieder. Das ist wieder dieser komische Wolf mit den... Ich muss nachher nochmal in den Texturmods reingucken, warum wir da Wölfe dabei haben, die so eine Textur haben. Ich weiß nicht. Das scheint irgendeine andere Mod mit einer irgendwie Problem zu haben. Das muss ich mir nochmal nachher anschauen. Oder Wolfsfell. Liegt es noch? Wie ist denn das Skelett hier hingekommen von da ganz hinten? Ach, Skyrim. Immer diese verrückten kleinen Dinge. Wie viel Gold haben wir denn jetzt schon? Nur so, jetzt ohne dass ich die Sachen verkauft habe, habe ich schon bereits 1212. Ich habe auch im Staubmannsgrab ordentlich gesammelt. Zum nächsten Mal. Also gut. So, Feuer X. Könnt ihr den Sattel? Der sieht schon echt schön aus. Hier, bitte nehmt das als Zeichen meiner Freundschaft. Du hast es gerade dem Pferd in... Ach, egal. Ich sag jetzt nichts. Maglus, oh, Wahnsinn. Skulva. Ich habe die schnellsten Rösser in ganz Himmelsrand. Das ist schön, Skuba. Ein Kerl wie ihr braucht bestimmt ein Schlachtross. Pferd mit einer Rüstung ausstatten? Natürlich. Ah, wir können jetzt auch hier
Stahlrüstung. 500. Habe ich ja gerade dabei. Ich bin jetzt reich geworden. Oh mein Gott. Beeindruckend. Das sieht wirklich beeindruckend aus, meine Damen und Herren. Das passt doch auch zu meiner Rüstung. Ein bisschen auch großzügig, so wie das außen rum hängt. Besonders hier. Ach du Scheiße. Besonders hier hinten. Naja, gut. Wir müssen nach Jovasco zurückkehren. Ja, ja, klar, absolut. Lass mich erstmal hier Hort machen. Ah, jetzt habt ihr wieder eure. Kommt, das jetzt nicht. Ja, von hinten sieht es echt lächerlich aus. Da hätte man sich ein bisschen noch was anderes ausdenken sollen. Jetzt natürlich jetzt nochmal 500 für eine Elfenrüstung. Da will ich erstmal gucken, wie das hier. Ah, die Khajiit. Khajiit haben wir gelagert. Bei denen kann man immer was verkaufen. Mich jetzt nicht um. Isat. Der warme Sand von Elsweyr ist weit von hier entfernt. Also gut. Ich habe gehört, dass sie auf Reisen Ärger hattet. Es steht alles in dieser Notiz. Okay, die lese ich mir gleich durch. Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Ich gucke erstmal bei ihm, was er generell so hat, so bevor ich jetzt mit meinem ganzen Verkaufen kam, da Unordnung mache. Zurück mit Schlafsack. Zaubertrank. Ach, ja, Zaubertrank. Herz der Ordnung. Angelkarten. Heilige und Verführer. Heilige und Verführer. Ist das nicht? Wir kaufen das mal. Ketzerische Gedanken. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Bücher sind wichtig. Schwema Aloy. Hallo. Sieht schön aus. Nö, dann können wir verkaufen. Ich bin auch fast schon, ja gut, 330 habe ich jetzt. Fangen wir mal mit den Waffen an. Also Langbogen, der brauche ich natürlich gar nicht mehr. Der ist mittlerweile viel zu schlecht. Von den silbernen Armbrust brauche ich natürlich auch nicht so viele. Soll ich davon Fennel einen geben eigentlich? Da habe ich den schon einen gegeben. Halt mal gerade mal eine noch. Die können wir alle drei verkaufen. Oh, er hat gar nicht mehr so viel Gold sich. Er hat nur noch 233. Das heißt, das wird dann sowieso nicht viel. Kann ich dann die zwei und dann war es das schon bei ihm. Möge euer Weg euch zu warmen Wüsten führen. Hm? Hallo. Schaut mal hier, die haben sogar ein Kind dabei. Anik. Atabar. Das ganze Gerede über Drachen, die auf die Welt zurückkehren, macht mich mehr als nur ein wenig nervös. Mögen die Monde zu beschützen. I fit. Sind wir wieder in Himmelsrand, Weißloch. In Himmelsrand sind wir schon die ganze Zeit. Dann parken wir unser Pferd mal hier in der Nebengasse. Und speichern noch kurz nochmal. Adriane. Ich habe hier ein. Werft einen Blick darauf. Ja, die können wir auch verkaufen. Absolut. Ja,
Warte mal, das ist 75, das ist 20 Punkte. Das ist auch nicht schlecht. Und hier haben wir Ausdauer. Aber den könnte ich eigentlich meinen Kollegen hier. Warte mal, das schaue ich gerade mal. Geh natürlich weg. Das behalte ich zum Schmieden. Schmieden ein bisschen zu leveln. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Ja, mein Tarn. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Im normalen Menü hast du noch die Sachen. Natürlich. Und hier hast du, das könnte ich eigentlich alles von dir nehmen und dann gucken. Wolfklee. 27. Bin ich nämlich gleich auch schon voll. Aber sie steht ja direkt neben mir. Ihr geht vor, ich folge. Mal gucken, wie viel ich noch bei ihr verkaufen kann. Ich muss mal schauen, wie viel Gold sie dort noch hat. Werft einen Blick darauf. Ah, sie hat noch genug. Sehr schön. Auch von denen hatte die viele. Schild, aber sie hat ja schon eins. So, das war es dann bei Adriana. Jetzt lass mal das stehen. Dann gehen wir jetzt zum Allgemeinhändler, damit ich nämlich auch die ganzen anderen Sachen noch verkaufen kann, die jetzt der Schmied nicht annimmt. Seid gegrüßt, Stammesgenosse. Sei gegrüßt. Genau, zu Belitor, meinem alten Freund. Willkommen in Belitors Gemischtwarenladen. Ein Belitor. Herzlich willkommen. Alles. Werft einen Blick darauf. Achso, ich muss ja wechseln. Schneidet Ausdauer, das können wir natürlich kaufen. Einzelstoffen ausgerüstet. Schneidet Feuerresistenz um 15%. Ist auch weg. Erstmal geht es mir jetzt hauptsächlich um Gold. Tatsächlich, ja. Die behalten wir. Zack. Das wollte ich eigentlich auch erstmal alles behalten. Hier Lavendel und so können wir, weil ich gehe jetzt nicht in Alchemie, aber im Schmieden braucht man nämlich hier die eine oder andere Sache von denen, soweit ich das mal gesehen hatte. Das können wir verkaufen, also gerade die ich auch schon gelesen habe, wo man das Auge sieht. Das behalten wir auf jeden Fall. Muss ich aufpassen, dass ich nicht irgendwas bei den Büchern gerade nichts Falsches verkaufe. Ach, nochmal Exal Wildpferdkarte, stimmt. Nicht nur ein Buch, genau, da habe ich ja das Neber Weißlauf, das in der Mitte. Das ist ja jetzt aktuell mein Pferd. Okay. Ja, jetzt haben wir schon 6.362 Gold, meine Freunde. Bitte kommt wieder. Ich sag euch ehrlich, ich hatte sogar mit mehr gerechnet. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Oh ja, Rüdiger hat sich wieder bequem gemacht. So, meine Freunde, ich würde mal sagen, das war's dann auf jeden Fall von dieser Folge mit Skylum. Auf jeden Fall ein schönes Unterfangen im Staubmannsgrab. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen in Weißlauf umsehen in der nächsten Folge. Und nach Jorosky gehen wir auch noch. Dann verwöhnt euch mit einem saftigen Steak oder einem zarten Rippenstück. Okay, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.